Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Grüß Gott und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Yu-Gi-Oh! Death Pro mit dem... Mit mir. Okay, sehr schön. Ich hoffe, das Ganze geht jetzt. Wir haben eben schon mal probiert aufzunehmen. Das dürft ihr nicht erfahren, das habt ihr jetzt nicht gehört. Welches Deck wollte ich jetzt auswählen? Ich hab... Das. Das hier? Ja, genau das hier. Das. Genau das, ja, hier. Genau das. Nee, hab ich jetzt keine Lust drauf, ich nehme das hier. Das da drüber eben. Okay, das war glaube ich sogar das darüber. Okay, ich nehme... Alter, Junge. Jetzt geht's schon wieder los, es geht das 10 Minuten so weiter. Ja! Mit Absicht. Ja, weil du auch wusstest, was ich nehme. Okay. Na, Logo. Wie immer ein, das heißt ein normales Duell. Wir haben jetzt keine neuen Decks oder so. Ich guck mal, dass ich für die nächste, also, ja, keine Ahnung, wir nehmen jetzt wahrscheinlich wieder zwei Folgen auf und danach gucke ich mal, ob ich wieder neue Decks krieg. Ich guck mal, was ich hier gezogen hab. Nichts. Hier. Die setze ich mal und die hier. Und das war schon. Götterkartendeck. Was? Hä? Ja, so sieht's aus. Woher weißt du das? Weil ich geil bin. Hä? ETF? Im Ernst? Woher wusstest du das? Weil ich geraten habe. Oder war das jetzt so richtig, krass geraten und dann... Nee, das war einfach alles geplant. Ach so, geplant, dass du es weißt. Ja. So, du arme Sau, danke. Das Deck ist einfach geil. Also mein Deck. Das muss ich einfach sagen. Ich hab das so gut, hier umgesetzt. Da kommt einfach kein Schwein dran. Und es macht das komplett fertig alles. Wobei es ziemlich stark irgendwie auf Obelisk liegt, weil der, na klar, der hat als einziger halt feste Angriffspunkte. Daran liegt's halt. Ne? Ja, Logo. Ja, du weißt natürlich, von was ich hier gerade rede. Logo. Ich mach dich mal ein bisschen lauter, so. Na, Logo. So. Das war ein harter Angriff. Ja, da hab ich dich gebammt. Gebangt hast du mich. Gebangt. Das hattest du wohl gerne. Mache ich jeden Sonntag. Ach so, ja, die Geschichte, ich weiß schon noch. Okay. Ich bin sehr. Benutzt du wieder dein Cyberdrachen-Deck? Dein Zane-Deck? Zane, Hell, Kai, nee. Kai, Hell. Wie kommst denn du jetzt da drauf? Nee, ich weiß auch nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Nein, die Karte liegt hier gar nicht. Nee, ich zeig da gerade gar nicht drauf. Ach nein. Oh Gott. Nein, ich doch nicht. Nee, ich nee. Das weißt du so, keine Ahnung, um was es geht. Nee. So, komm ran. Psch, psch. Das ist irgendwie so ein bisschen so Trolldeck, weißt du, du zerstörst ein Monster und dann kommen gleich wieder ganz viele drauf zu. Ach, ja, Gott. Ja, wenn du wüsstest, was ich gerade gezogen habe. Das war schon. Da wirst du dich wieder freuen, wenn du angreifst. Ach nee, Obelisk. Oder Spiegelkraft. Nee, was anderes. Aber du wirst dich trotzdem freuen. Okay. Also nicht freuen. In dem Sinne. Das habe ich eigentlich verdeckt, ich weiß es gar nicht. Ah. Ja, gut. Ich auch nicht. Ja, schön. Ich nicht. Ich nix wissen. Ach stimmt, hat ja. Mann. Ah! Also irgendwie, die Götterkarten lassen gerade auf sich warten. Aber egal, Leute, wir haben ja hier eine... Das finde ich wir super. Wir haben gerade echt eine super... Ja, das findest du super, ne? Super duper. Aber die Götterkarten finde ich schon richtig nice, muss ich sagen, also... Ich warte eigentlich auf eine Karte. Ich sehe schon. Wahrscheinlich wieder Fusion oder sowas. Hab ich. Jawoll! Naja, einen Cyber-Zwillingsdrachen könntest du ja holen, theoretisch. Durchaus. Aber nee, das machst du ja nicht. Ich bin ja nicht verrückt. Du doch nicht. Ich sehe mal darauf hinaus, dass ich irgendwie drei Monster hab. Und, komm, Götter. Ach, verdammt. Schade. Das wär's lustig gewesen. Ach so? Ach so? Was geht denn bei dir, ey? Ich hab keine Ahnung. Ich habe aber echt noch eine Menge Decks, die ich so machen wollte. Beziehungsweise Deckideen, die ich so hätte. Also ich bin da echt gespannt, werde mir da auf jeden Fall für die
Also, wir nehmen jetzt zwei Folgen wieder am Stück auf und danach werde ich dann mal gucken, dass ich mir wieder ein paar neue Decks mache. Ich habe hier immer noch diese Idee, dass sich jeder von uns ein Götterdeck macht. Also, wo ein Gott, wo es auf einen Gott ausgelegt ist und dann machen wir einen epischen Fight. Das stelle ich mir auf jeden Fall cool vor. Und ich bin dran und ich verpeil's gerade. Ich warte so, hä, warum passiert nichts? Ach, ich bin ja dran, ja. Weißt du nicht, welche Karte das ist? Nee, okay. Ach stimmt, dadurch sieht man das ja gar nicht. Stimmt, nur durch den Sarkophag. Du bist ganz schön blöd, weißt Ja, das sagt jetzt genau der Richtige hier. Du Spätkomma, du. immer. Ja. Ups. Siehst du, deshalb habe ich keine Götterkarte genommen. Ja, ich weiß, du Scheiße. hast jetzt gehofft, das ist eine Götterkarte, aber ich habe es im Vorwitzen keine Götterkarte genommen. Okay, schade. Nichtsdestotrotz. No, nein, das greift er an. Ist egal, du kriegst Schaden, wenn du angreifst, von daher. Ist mir egal. Ja. Komm weg. Ist mir egal. Ist ja schon. Weißt du, der hat einfach mal so 2000 Lebenspunkte weniger als ich. Ich habe eigentlich so nichts gemacht. Eigentlich so. Eigentlich so. Oder so. Komm näher, komm näher. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ach. Was ist das denn? Scheiß Karte, brauche ich nicht. So, keine Ahnung. Durch meinen Marshmallow kommst du eh nicht durch. Diese Karte ist einfach Overpower. 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 Möchtest. Was? Ich möchte nichts anketten. Okay. Oh oh. Ah, Kaisergleiter. Den kenne ich auch noch. Jojo. Jojo. Und jetzt greifst du noch an. Scheiße. Ja? Ich sag so, der greift es an und dann greift er wirklich an. So, erstmal nochmal eine Verteidigung dazu. What? Say what? Ob das jetzt funktioniert, wie ich das mir gedacht habe. Wenn ja, dann finde ich das uncool. Nö. Ach, Gott sei Dank. Keine. Funktioniert nicht. Was kann die überhaupt? Ich hätte ja voll Bock auf einen Cyberfinsternisdrachen. Aber so richtig Bock drauf. Hättest du Bock drauf? Hätte ich Bock drauf auf dich. Auf mich. Ah, was haben wir denn da gerade gezogen? Eine Götterkarte? Nee, ich tu nur so. Warte, habe ich eine? Ja, habe ich. Warte, ich könnte jetzt beschwören, aber. Warte, Spezialbeschwören, indem ich. Ich kann die auch normal beschwören. Da kann ich aber. Scheiße. Das ist gerade so eine Zwickmühle. Das muss ja nicht durch Karten. Okay. Dann machen wir das anders. Ich setze diese hier. Thomas anders machen wir das. Thomas anders. Ja. Da siehst du mal. Ich bin eiskalt. Leute, nicht wundern, dass ich die Karte hier nicht beschworen habe, denn ich muss die hier schützen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. An die Zuschauer. Ach du Heiliger. Oh, jetzt geht's der Offensiv. Nein! Was war? Oh Gott. Eiskalt. Naja. Ich hatte es irgendwie erwartet, dass er so 3000, ja, dass er wesentlich mehr Angriffspunkte hat, aber nee. Hab ich auch Philipp gehofft. macht eine große Show und dann so ein Monster. Ja, machen wir einfach mal. Ich weiß nicht, wann ich die sonst hätte aktivieren sollen. Ja, keine Ahnung, ob mir das jetzt was gebracht hat oder nicht. Ja. Komm schon, komm schon. Die können wir jetzt setzen. Ja, die ist gut. Freue ich mich. Wenn ich die beschwöre. Nee. Verdammt, ich muss diese Karte irgendwie spielen. Oh, ich bin in so einem. Nee, ich bin in der Sackgasse. Ich könnte eine Götterkarte holen, aber das ist mir zu riskant, die jetzt zu holen. Weil die ist ja von nichts geschützt. Also weißt du, dass es sich nicht um Obelisk handeln kann, denn nur Obelisk ist quasi von Effekt aus vor Effekten geschützt. Das ist kritisch. Cyberfinsternis. Oh ja. Ich kann dich ja nie angreifen. Ist aber echt gut, ne? So eine voll starke Verteidigungskarte und Marshmallow. Ja! Ja! Warte. Nee. Ja! Nee! Ja, Nee! nee. Ja, nee, ist klar. Hojo, nee. Das bringt mir irgendwie einen Scheiß jetzt. Nee. Nee. Pass auf, was ich jetzt mache. Mal gucken.
Oh mein Gott. Gott, der... Okay. Ich muss mal schnell eine Karte aktivieren, die ich auf meinem... Das Duell geht heute... Das Duell geht heute etwas langsam vor sich. Entschuldigt, Leute, aber ich bin irgendwie etwas... Attacke! Durch den Wind. Das greift da noch an, der Arsch. Bringt eh nichts. Ja, toll. Mir schon. Nein! Okay, nur auf die Hand, oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt schon. Ich dachte jetzt schon erst. Was? Was? What? Say what? Nee. Doch, meine Superkarte. Das ist doch nicht wahr. So, beschwöre ich jetzt einfach mal, dann kann ich noch. Ja, bitte. Kann ich noch irgendwas beschwören? Kann ich den Angriff. Ach, keine Ahnung, ich beschwöre ihn jetzt einfach. Einfach so Karten beschwören, weißt du, kein Problem. So, den als Spezialbeschwörung. Warte, was kann die Karte? Eine Karte anketten? Ja. Einfach mal so eine Karte aktivieren, ich weiß nicht mehr, was die bringt. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich gerade mache. Frag mich nicht. Du bist dran. Frag mich nicht, was ich gerade gemacht habe. Ich habe einfach mal so drei Monster beschworen am Zug, das ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was du machst. Wenn du jetzt ein starkes Monster beschwörst, dann kannst du mich natürlich schädigen. Im Hirn. Was kann die dann? Einmal. Verdammt! Was ist das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Wie ich eben. Weißt du, sag mir nur Karte anketten. Ja, ja, mach mal. Kein Problem. Was geht? Das ist cool. Achso, die kriegt keinen Kampfschaden. Ah. Verdammt. Was, die kriegt keinen Kampfschaden? Ich glaube, du kriegst keinen Kampfschaden. Scheiße. Ja, cool, das wusste ich nicht mal. Yeah. Nein, nice Job, Karte. Tun sie dies. Warte. Alter, du bist doch scheiße, du konntest den Angriff wiederholen, ich hab nicht dran gedacht. die hier und jetzt mal. Alter, ich will diese Götterkarte beschwören. Ich hab die ganze Zeit auch nur auf der Hand, aber ich muss auf den richtigen Moment warten. Der richtige Moment. The right moment. Oh Gott. Ich sehe schon, das Duell zieht sich noch. Das geht noch eine Weile. Ja, ich denke, das ist scheiße. Achso. Twin-Headed Thunder Dragon. Blah. Ich will die Karte zerstören. Das ist schön für dich. Mann, das hat er mir noch so mega. Ja, bitteschön, ja. Wie oft habe ich eigentlich schon den Chimera-Deck-Festungsdrachen dieses Mal zerstört? Hattest du ihn nur einmal gerufen? Nee, hattest du schon mal, oder? Nee, zweimal. Weißt du, ja, komm nochmal. Nochmal zerstören. Kein Problem. So, komm, beende deinen Zug. Nur weil ich's kann. Ja, so sieht's doch aus. Jetzt wäre Kraftbündnis geil. Das hättest du wohl gerne. Mhm. Setze diese Karte. Warte, einmal pro Spielzug. Ein Spielzug, in dem du ein Monster als Tributbeschwörung. So. Okay, und jetzt opfere ich meinen hartgesottenen bewaffneten Drachen. Diese Karte hier und diese hier. Und beschwöre den geflügelten Drachen des Ra. Und du opferst deine restlichen Lebenspunkte? Warte, nein. Verdammt, das würde ich nicht mal zerstören. Nee, dann. Du könntest aber noch. Ach nee, du könntest aber noch deinen anderen Monster in Angriffsposition setzen und dann. Mich kaputt machen. Und warum verrate ich dir das eigentlich? Aber wenn ich angreife und du hast irgendwas, dann könnte ich jetzt verlieren. Sehe ich so aus, als hätte ich irgendwas? Das ist verdammt kritisch, Junge. Ja, Junge, du hast 4 Karten verdeckt. 5. Willst du mir erzählen davon? Junge, ich weiß nicht, was ich machen soll. Tja. Scheiße. Pech. Nö, ich lass das jetzt. Hab jetzt keine Lust drauf. Aktivieren? Ach, kann ich dann eins meiner eigenen Monster zerstören? Mach mal. Warte. Ja, auf dem Spielfeld, okay, dann könnte ich meine eigene Karte zerstören. Das wäre sehr sinnvoll. Oh. Was? Was? Oh oh, oh oh. Weißt du, so voll kritisch. Ey, steckt da irgendwas auf und zerstört alle meine Karten, ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall mache ich das. Dankeschön. Was, warum nicht?
Das war so klar, ey, dass du das jetzt nicht blickst. Hä? Was? Warte, 3 oder mehr füge deine Hand ein Monster, ziehe eine Karte, ja. Ich hab hier. Wieso? Jetzt bist du verwirrt, ne? Wieso? Alter, was ist bei dir kaputt, dass du die Karte auswählst? Ich glaub, mich hackt's, ey. Effekt benutzen, ja. Hä? Ach geil, ich kann alle drei Effekte benutzen. Das ist ja richtig nice. Ich dachte, ich kann immer nur einen Effekt benutzen. Warte, was kann ich dadurch wählen? Füge einen. Ach, vom Friedhof. Okay, was nehme ich da am besten? Ich nehme mal die hier. So. Ja. Du bist dran. Ich könnte ja kotzen, Was, ey. hattest du echt nichts verdeckt? Das war das Einzige, was ich noch hatte. Weißt du, wieso er nicht zerstört worden ist? Ich erkläre es auch mal für die Zuschauer. Ich habe nämlich den hartgesottenen bewaffneten Drachen geopfert für ihn. Weißt du noch? Und Nö. deshalb extra. Ich musste extra diesen, gehen wir auf meinen Friedhof, den hartgesottenen bewaffneten Drachen beschwören erst. Und nur dadurch bleibt quasi Ra geschützt, weil er für Ra geopfert worden ist. Das ist quasi der Sinn der Sache. Ich würde jetzt einfach mal einen Aha. Angriffsmodus, weil ich es kann. Aha. So. Rachenverteidigung. Ja! Ja, wenn du angreifst. Jawoll. Bitteschön. Nur mit. Ich mach dich jetzt langsam fertig mit ganz schwachen Karten. Na, hoffentlich. Boah, die ägyptischen Götter feiere ich irgendwie richtig ab. Ich mag die richtig. Ah, jetzt habe ich die Karte gezogen. Jetzt habe ich eine Zauberkarte gezogen und die hätte auch meine Götterkarten geschützt. Da siehst du mal. Das ist aber toll. Ja, schön für mich, ne? Ja, super. Super, super. La 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 la. Komm schon, du hast da irgendwas. Wenn diese Karte. Okay. Oh nein. Das Duell wird immer noch spannend, Leute. Naja, ich habe ja wenigstens Ra geholt, von daher. Super spannend. Verdammt. Verdammt! Das ist nicht gut. La 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 la. Hast du auch gerade die Musik laufen? Alter! Das ist doch nicht dein Ernst. Weißt du, Oh nein! dachte ich, der greift mein anderes Monster an und dann greift der Ra. Da habe ich nur nötig, dein anderes Monster anzugreifen, dann ist gleich weg. Alter, du bist so scheiße. Eigentlich ist es nicht gleich weg. Ich kauf dich jetzt weiter mit dem Vieren, ey. Zerstört einfach Ra. Ich glaub's. Alter, ne. Tja. Ne. Das ist nicht dein Ernst. Na, wie es aussieht schon. Haha. Was soll denn die Aktion jetzt? Scheiße. Was sollte diese Aktion jetzt? Ja, ist, ich bin halt super. Verdammt. Na gut, ja, zerstör sie, kriege ich Lebenspunkte, danke. Ja, bitte. Gut, danke. Yeah. Yeah. Juhu. Ja. Verdammt. Okay, hat sich jetzt, glaube ich, ausgeglichen. Ich glaube, ich habe 1000 gekriegt und 900 verloren, ne? Das ist doch super. Verdammt, ich brauche noch eine Götter. Junge, ich habe nur noch 11 Karten im Deck. Scheiße. Das ist jetzt Ich nicht habe gut. 17. Oh, nee. Nee. Nee, nee, nee. Wieso kann ich die aktivieren? Warte, du kannst diese Karte. Diese Nee. Karte. Nee. I. Nee. 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 Nö, nö. Nö, mach ich nicht. Nee, nee. Jetzt kann ich hoffen, dass ich schnell Obelisk ziehe, weil dann könnte ich dich relativ schnell fertig machen. Und wenn jetzt die letzte Karte im Deck ist, dann. Das wäre lustig. Ja, für dich vielleicht. Oh Gott, oh Gott. Das vermag spannend zu werden. Jawohl! Mach weiter so, Philipp. Zerstör dich ruhig selbst. Was? Nein! Oh Gott. Jo, was geht ab? Ich habe zwar keine Ahnung, was du gerade gemacht hast. Den Ah, okay. Effekt aktiviert und ein Fusionsmonster auf dem Ja, Friedhof. ich hab's gerade gesehen. Verdammt! Nein! Leck mich! Was habe ich denn noch alles? Die bringt mir nichts. Leck mir die Eier. Nee, nicht. Nee, lieber nicht. Puh, oh Gott, Leute, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich meine, er hat immerhin noch 5 Karten mehr im Deck als ich. Beziehungsweise 6 Karten, wenn ich wieder im Zug bin. Oh, geil. Mein Zug. Mein Stuhl quietscht. Mein Zug quietscht. Okay. Du scheiß Hacker.
Du kriegst ja Ja. 2000 Lebenspunkte, ist mir egal. Nee, das ist eine andere Karte. Jetzt krieg ich zwei Monster dafür. Ach so. Die andere Karte ist das, wo ich Lebenspunkte für krieg. Komm schon! Oh Gott! Es ist eine Götterkarte, aber nicht in dem Sinne, dass ich es jetzt gebrauchen könnte. Es gibt nur drei. ja. Nom, 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 nom. Ja. Warum Ja, habe ich ja, eigentlich nie Kraftbündnis aktiviert? Bin ich eigentlich bescheuert? Ach, hast du es auf der Hand gerade? Nein. Mann, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, mach ruhig. Was habe ich gem? Hä? Was habe ich jetzt getan? Ja, ne, keine Ahnung. Da ploppt manchmal einfach sowas auf und dann geht's los. Und dann kriegt man ja. Ja. Ja, bitte. Okay. Spiegelhaft. Nee. Das hättest du jetzt wohl gerne. So, Ja, zwei, ja. zweimal habe ich es aber schon aktiviert, also einmal müsste es noch drin sein. Komm schon, Deck, komm schon, komm schon. Das ist jetzt Was einfach, kann ich weißt du, jetzt machen? ich musste einfach nur ziehen, dann kann ich es sofort holen. Du siehst ja. Hä? Was? Ja. Okay, ja. Okay, Okay. beschwör ein schlechteres Monster. Error occurs. Ich glaube, ich sollte den Overdragon nicht mehr aktivieren. Das So, komm, Spiel. jetzt lass mich hier mal ran. Error occurs. Fehler. Was? Fehler aufgetreten. Oh. Mann, Ich hasse die Karte, ey. das Duell war. Also geht bei dir nichts mehr. Nö. Junge, das Duell war gerade so. Keine Ahnung, das war so spannend, weil es kam jetzt darauf an, ob in den nächsten paar Karten Obelisk ist. Klar ist er. Und wenn ich ihn gezogen hätte, hätte ich ihn holen können. Ah, schade, war spannend. Egal, reicht locker für die Folge. Die geht nämlich jetzt schon fast 22 Minuten. Also würde ich sie hier beenden. Tja, deswegen habe ich das gemacht. Gut, dann, ja, dass das Duell offen bleibt. Also wir sagen mal, das Duell bleibt offen, denn es hätte für beide noch ausgehen können. Also Unentschieden. entweder, ja, theoretisch. Also wenn ich Obelisk als letztes gezogen hätte, dann hätte ich es auch nicht mehr geschafft. In dem Sinne, unentschieden. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches. Tschüssi.